Kleines Quizspiel, über welches Spiel reden wir heute in Giga Trivia? It's a me! Way past cool, huh? Habt ihr gewusst, dass Sonics erster Name noch Mr. Needlemaus lautete? Da sich das japanische Entwicklerteam lange Zeit nicht auf einen Eigennamen einigen konnte, verwendeten sie einfach Needlemaus, was in der direkten Übersetzung das japanische Wort für Igel ist. Nachdem sich Sega für einen Igel als Maskottchen entschieden hatte, wurde das Design von Sonic aus verschiedenen Inspirationsquellen zusammengestellt. Die blaue Farbe stand aus dem Sega-Firmenlogo, seine Schuhe entlieh sich Sega bei dem damals populärsten Star der Welt, Michael Jackson, die Farben entsprachen dem Farbschema von Jacksons Album Bad. Positiver Nebeneffekt, bei den Kids weckte man warme Erinnerungen, schließlich trägt auch der Weihnachtsmann die gleichen Farben. Apropos Michael Jackson. Nur die wenigsten dürften wissen, dass Sega ursprünglich den King of Pop angeheuert hatte, um die Musik zu Sonic 3 zu komponieren. Da genau zu jener Zeit die Kindesmissbrauchsvorwürfe gegen Jackson aufkamen, zog Sega den Auftrag jedoch wieder zurück. Ein paar Stücke aus Sonic 3 klingen allerdings sehr verdächtig nach Jackson. Der Song Jam klingt zum Beispiel verdächtig nach der Carnival Night Zone, die Credits wiederum ähneln Stranger in Moscow und die Ice Cap Zone passt wunderbar zu den Lyrics von Who Is It? Sonic fertig bin, wird die Welt mir gehören! Habt ihr gewusst, dass Dr. Robotnik, Sonics ewiger Gegenspieler, beinahe der Held des Spiels geworden wäre? Unter den vielen Designentwürfen, die dabei helfen sollten, sich auf einen Hauptcharakter zu einigen, war auch dieser drollige, schnauzbärtige Typ, ein Theodore Roosevelt im Pyjama. Am Ende machte zwar Sonic das Rennen, Sega mochte das Design aber so sehr, dass sie sich entschlossen, den Charakter umzugestalten und als Bösewicht einzusetzen. Achtung, es wird krass. Wusstet ihr, dass es im Körper von Tieren ein Gen gibt, das man Sonic Hedgehog nennt? Zu finden ist es im Chromosom Nummer 7 und es sorgt dafür, dass alle Organe und Körperteile immer dort landen, wo sie hingehören. Im Zuge eines Experiments an Embryonen von Fruchtfliegen haben Wissenschaftler das Protein isoliert und entfernt, woraufhin den Larven der Fruchtfliege Stacheln aus dem Körper getrieben sind. Die Benennung des Gens nach einem blauen Igel, das nennt man dann wohl Wissenschaftlerhumor. Im Programmiercode des ersten Sonic findet man Verweise auf ein Item, das es nie ins Spiel geschafft hat. Mit der Luftbrille hätte Sonic auch unter Wasser atmen sollen. Sega ersetzte die Brille später dann durch die Luftblasen, zu unserem Leidwesen. Die stetig währende Atemnot machte die Wasserlevels in den frühen Sonic-Titeln zur Qual. Yuji Naka hatte für seinen Sonic eine klare Vision. Er sollte frech und ungezähmt rüberkommen, als komplettes Gegenteil von Mario sozusagen. Sonic hatte in dieser Form noch Fangzähne, spielte als Teil seiner Hintergrundgeschichte in einer Rockband und hatte eine großbusige Freundin namens Madonna. Als Sega Japan die Entwürfe nach Amerika schickte, war der Vorstand geschockt. Aus Angst, die Figur könnte nicht familienfreundlich genug sein, änderte Sega of America das Design des Igels eigenmächtig ab, ohne Yuji Naka etwas davon zu erzählen. Der daraufhin zu Tode beleidigt war. So erhielt Sonic sein heutiges Aussehen, obwohl es so nie vorgesehen war. Wusstet ihr, dass Sonics erster offizieller Auftritt nicht in einem Sonic-Spiel war, sondern in dem Rennspiel Red Mobile? Red Mobile wurde nur als Automat in den Arcade-Hallen Japans aufgestellt und war wenig erfolgreich. Im Spiel baumelt am oberen Rückspiegel des Wagens ein Anhänger, der euch ziemlich bekannt vorkommen dürfte. Im Laufe der Entwicklung wurden aus den Sonic-Spielen immer wieder ganze Levels herausgekürzt. Sonic 2 sollte ursprünglich ein Waldlevel, eine Schneezone und eine Wüstenregion namens Dust Hill Zone beinhalten, alle drei wurden aus Zeitgründen aber wieder verworfen. Obendrein gab es ein Level, das später in die Metropolis Zone eingearbeitet wurde. Dieses hieß Genocide City, ein Name, der eigentlich nur mit den schlechten Englischkenntnissen der japanischen Entwickler zu erklären ist. Na, kennt ihr noch diesen Jingle? Als das Sonic-Team mit der Entwicklung von Sonic 1 fertig war, waren noch einige Kilobyte auf der Spiele-Cartridge frei. Wie könnte man die also stilvoller füllen als mit dem legendären Sega-Jingle? Knapp ein Achtel des Spielemoduls, also etwa 128 Kilobyte, werden dabei von diesem kurzen Soundausschnitt eingenommen. Das war's mit Sonic. Hier unten gibt's jetzt wie immer 3 Bonusplätze Trivia, das nicht in dieser Folge zu sehen ist, sondern nur auf giga.de. Und ja, nächste Woche wieder ein gemischtes Trivia mit ganz vielen Fakten. Und danach entscheidet ihr wie immer, was kommt in die Kommentare damit.